Aber wir sind relativ weit heute. Das sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. Hallo? Kommt da jemand? Mir war, als hätte ich da wen gehört. Wer kommt denn da angetorkelt, hm? Geht's denn dir gut? Ich will euch nur empfehlen, lasst die Flossen von meinem Neubau. Einfach, dass ihr's wisst. Keiner fasst meine Steine an hier. So. Yeah. Mehr Arbeit? Mehr Arbeit. Lydia, gib das. Ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren entspannten Folge 7 Days to Die mit dem Gamebro und der Lydia, die gerade unglaublich hungrig ist. Schön, dass ihr dabei seid. Leute, ihr sagt mir nochmal bitte Bescheid, wer von euch ist noch alles dabei, wer ist mit am Start gefahren. Würde mich riesig über eine kleine Rückmeldung freuen. Leute, wir sind hier gerade in der Wüste. Ich habe mir überlegt, wir haben noch immer die Quest offen hier vom Trader Bob, die müssen wir noch abgeben, können wir gleich eventuell zwischendurch mal machen. Aber ich habe es ja schon angekündigt, ich suche eine neue Behausung. Ich bin ein bisschen hier rumgekurvt und ich habe ehrlich gesagt nichts Adäquates gefunden. Nichts, was mir auf Anhieb zugesagt hätte. Na hallo, meine Liebe, was machst denn du? Unerwarteter Besuch? Kein Problem. Genau, und ich habe nichts Passendes gefunden irgendwie. Aber ich habe das Schneegebiet entdeckt. Leute, guck mal hier. Das ist im Prinzip sehr, sehr, sehr nah dran. Wir haben hier einmal unser Wüstengebiet. Die Stadt ist sehr nah. Wir haben hier unten das Ödland. Der Trader Joel ist relativ nah. Die City, das geht auch, ist auch in der Nähe. Wie gesagt, unsere Wüsten-City ist in der Nähe. Und hier unten ist, glaube ich, eine kleine Schneestadt. Sehr, sehr schön. Bedeutet, wir sind in einem relativ zentralen Spot. Halt die Klappe, du blöder Geier. Ernsthaft? Und da noch einer. Ah, weg mit euch. Mieses Viehzeug. So, darum habe ich mir überlegt, wir bauen hier. Wir eröffnen hier unsere erste Baustelle und bauen unser eigenes kleines Eigenheim. Ich habe schon mal so ein bisschen rumexperimentiert. Ich habe ein kleines bisschen ausgehoben. Ich möchte hier auf jeden Fall einen vernünftigen Fußboden drin haben. Darum machen wir hier gleich ein bisschen Erdarbeiten. Ja, ja, ist ja gut, du Geier. Ich möchte auch ganz gerne einen Keller darunter haben. Das wird auch noch eine Geschichte. Mal gucken, wie ich das anstelle. So, ich habe hier ein bisschen experimentiert mit Fensterrahmen und Zielleisten. So ein kleines bisschen, ja, so eine Fensterbank sollte schon da sein. Der Bogen hier über der Türe gefällt mir noch nicht so abschließend. Ich weiß nicht, ich hätte gerne eine Türe mit Bogen, weiß aber nicht, was ich da genau hinmachen kann. Und vor allen Dingen, wenn ich schon so einen Bogen mache, dann hätte ich da auch gerne Glas drin, aber ich habe nichts gefunden, was ich da irgendwie hätte reinmachen können. Ich gucke noch mal einmal ganz kurz nach. Was ich gefunden habe, hier sind halt Fenster. Gibt es irgendwas Rundes, Abgerundetes? Nee, irgendwie, keine Ahnung, was man da halt reinpacken könnte. Ich könnte das hier nehmen. Hier gibt es so ein Gewölbefenster. Wäre eventuell was, aber Gewölbe mittig, Gewölbefenster. Wir können das ja einmal ausprobieren. Das Problem ist, und doch, das könnte, warte mal, drehst du mal richtig rum. Das könnte was sein, Leute. Das habe ich gerade die ganze Zeit nicht gesehen. Das sah auch gut aus. So, komm einmal noch rum. Und dann haben wir es drin. Das könnte theoretisch was werden, Leute. So in der Art. Weiß nicht. Ich lasse es erstmal so. Keine Ahnung, ob das so bleibt, aber jetzt für den Anfang lassen wir es erstmal. Wo habe ich denn meine Schippe hingepackt, Leute? Pass mal auf. Hier ist mir nämlich gerade schon wieder was kaputt gegangen. Das hacken wir einmal weg. Und dann gehen wir noch... Ja, ja, ist ja gut. Wir machen uns nochmal den normalen Standardblock rein, damit wir hier vernünftig bauen können und hüpfen können. Wir müssen nochmal hier hoch. Sehr schön. Ich würde sagen, ich baue das hier einmal so zu. Dann haben wir hier schon mal so ein kleines bisschen unseren Rohbau angezeichnet, wie es denn irgendwann mal werden könnte. Bin noch gespannt, wo die Reise halt hingeht. Wie gesagt, wir fangen jetzt gerade erst an. Ich finde den Spot aber an sich wirklich irgendwie klasse. Es gefällt mir ganz gut. Wir können ja die Wände hier schon mal hochziehen, so ein kleines Stück. Wir müssen halt aufpassen, wenn Zombies kommen. Das Ganze ist halt null abgesichert gegen Zombies im Moment. Ist aber nicht weiter schlimm. Wie gesagt, es ist der erste kleine Rohbau. Wir müssen auch mal schauen, ob wir die Ecken so lassen oder ob es da vielleicht was anderes gibt, was Schöneres. Aber ich denke am Anfang, ich baue erstmal so. Die ausgefallenen Dinge können wir vielleicht später nochmal upgraden. Und jetzt machen wir nochmal hier ein bisschen Ausruf. Leute, wir müssen hier gucken. 1, 2, 3, 4. Ich hätte gesagt, so grob bis hierhin heben wir es aus. Viel größer muss das vielleicht auch erstmal gar nicht sein. Oder Moment, ein bisschen vielleicht. Nicht viel größer, aber vielleicht ein bisschen. Lass mal schauen, so Pi mal Auge. Genau, ich würde sagen, die Fläche heben wir uns einmal aus. Und dann schauen wir mal, wie wir da weitermachen. Auf jeden Fall möchte ich einen Keller drunter haben. Und dann müssen wir irgendwie drumherum einen Zaun bauen.
ein Zaun oder eine Mauer, wie auch immer. Ich vermute mal, ich werde mir wieder eine Mauer bauen. Ich bin da irgendwie der Typ Mauer. Ich fühle mich sicherer, wenn ich da eine Mauer drumherum habe. Aber wir schauen halt einfach mal, was passiert und was uns da noch einfällt. So. Das wäre schon mal die Geschichte. Bis jetzt haben wir es hier relativ ruhig. Ein großer Vorteil, den ich auch sehe, ist, die Wüste ist unglaublich ressourcenreich. Zumindest was Eisen und andere Materialien angeht. Zudem haben wir auch noch ein paar Bäume hier. Bedeutet, wir können uns hier auch Holz ranholen. Es ist zwar nicht die Welt, aber immerhin besser als nichts, Leute. Von daher, ich weiß nicht, das Ödland, ja, Leute, ist mir einfach zu öde und zu trist. Und ich würde mir ganz gerne dann, wenn wir die Geschichte hier haben, auch eine Horde-Basis irgendwo hier in die Nähe bauen. Bedeutet, wir setzen vielleicht mit der Horde-Nachtgeschichte erstmal aus, bis wir unser Haus hier am Start haben. Das wäre eventuell zu überlegen. So, jetzt müssen wir nochmal gucken. Ich würde hier ganz gerne nochmal Fenster haben. So. Welche habe ich hier jetzt gehabt? Industriefenster? Nein, Fenster ganz. Ich glaube, ich... Das ist natürlich auch nicht übel hier. Guck mal. Aber das ist so mittig angeordnet. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Das andere sitzt so außen. Gefällt mir. Ist irgendwie eleganter, finde ich. Dann gib doch nochmal das hier her. Wir gucken mal. Okay, das ist auch mittig. Wobei das Mittige gar nicht mal so unbedingt schlecht ist. Ist es denn das, was ich drüben habe? Nee, das ist ein Industriefenster. Leute, ein Sandsturm zieht auf. Und was haben wir denn hier für eins? Kannst du nicht mal eben hier einen Block kopieren? Dann machen wir nämlich das gleiche hier rein. Na super, wieder mal. Leute, es ist irgendwie, es ist verhext. Ich war die Nacht unterwegs, es war trocken. Ich habe den Morgen angefangen hier zu bauen, es war trocken. Ihr seid dabei. Und es fängt an zu plästern. Aber ist nicht schlimm, Leute. So ein kleiner Wüstensturm, das macht uns doch nichts aus, oder? Von daher. So, wir machen das hier nochmal so. Wir nehmen nochmal ein paar normale Blöcke ran. Und packen hier oben alles so mal drüber. So. Wir müssen auch direkt nach unten hin abschützen. Nicht, dass uns der ganze Quatsch zusammenbricht. Das möchten wir nicht. So, das wollen wir verhindern, wenn es geht. Dann machen wir das. Und dann würde ich sagen, ich baue hier noch einmal Fenster rein. Eins, zwei. 3, 4. Und hier bauen wir das dann nochmal zu. Hier wird es nochmal umrahmt. Und dann haben wir das auch alles ein bisschen symmetrisch. Das ist eben die Geschichte. Wobei, 1, 2, 3. Dann machen wir hier hinten auch 1, 2, 3. Pass auf. 1, 2, 3. Damit das gleichmäßig aussieht. Ja, das gefällt mir besser. Ein bisschen Symmetrie muss sein. Und direkt unterfüttern, sonst bricht mir das zusammen. Ich habe das gerade schon gehabt. Da habe ich eine komplette Reihe gesetzt. Und dann ist mir der ganze Kladderadatsch zusammengekracht. Aber ist okay, Leute. Daraus lernt man. Das passiert einem einmal. Dem Grimbo zweimal. Oder viermal. Aber ist okay. Irgendwann lernen wir draus. Und jetzt heben wir hier auf jeden Fall schon mal die Grundplatte auf. So. Ich muss mir hier auch gleich mal eine provisorische Kiste hinstellen. Dass wir schon mal unser Equipment loswerden können, was wir so in den Taschen haben. Ich werde dann irgendwann losziehen. Das wird eine Geschichte, das wird über mehrere Folgen dauern, bis wir alles hier haben. Weil die Strecke zu unserem Haus im Ödland ist weit. Ich möchte das Haus im Ödland auch nicht komplett aufgeben. Das nicht. Bedeutet, ich werde einiges da stehen lassen. Wir werden uns viele Dinge neu bauen für hier. Ich denke, was so die Schmieden angeht, Werkbank und sowas. Das bauen wir uns hier einfach alles neu hin. Das lasse ich dann drüben stehen. Wenn wir mal da sind, wenn wir es mal brauchen, dann haben wir es halt. So. Sehr schön. Gefällt mir schon mal ganz gut. Und ich würde aber trotzdem sagen, wir machen uns einmal gerade eine Kiste. Müssen wir halt mal sehen. Komm, Gras kannst du wegschmeißen. Dann kannst du dir eine Kiste bauen. Sagen die, packen wir halt einfach mal hier draußen hin, so. Einfach, dass wir die Taschen ein bisschen leer kriegen. Wir haben einfach viel zu viel Krempel dabei und da müssen wir mal ein kleines bisschen aufräumen. So, die ganzen Mods erstmal raus und die ganzen Parts, Leute. Und dann ist es wieder soweit, dann muss ich wieder sortieren. Ich mache das ja so gern, aber ist egal. So, das behalten mal bitte in der Tasche. So, Sand und Lehm kannst du auch noch behalten, davon kriegen wir noch mehr als genug. Wir könnten uns hier gleich mal ein Lagerfeuer bauen, dass wir uns eventuell ein bisschen Fleisch braten können. Aber ich vermute, wir haben noch keine Töpfe hier. So,
Aber egal, so passt das schon mal. Jetzt hol dir die Schippe raus. Nehme ich eigentlich auf, Leute? Seid ihr am Start? Läuft die Aufnahme? Ich muss ein bisschen darauf achten, ob das alles funktioniert. Wie gesagt, neues Equipment am Start, neues Mikrofon und schon gehen die Probleme wieder los. Schon stürzt mir mal zwischendurch die Aufnahmesoftware ab. Irgendwo ist da noch der Wurm drin. Ich muss da noch ein bisschen dran. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Und ich habe da ein Auge drauf, damit da nichts passiert. So. Ich hoffe, der Ton ist auch vernünftig. Bei der letzten Aufnahme ist mir am Ende die Software abgeschmiert. Dann habe ich die Aufnahme nochmal neu gestartet und plötzlich saß ich in einer Badewanne, zumindest gefühlt vom Ton her. Auf einmal war da ein Echo drin, ich weiß nicht, wo das herkam. Leute, das sind die Mysterien der Technik. Wie gesagt, ich bräuchte einen Tontechniker hier am Start, damit man das einmal vernünftig hinkriegt. Aber nein, das muss ohne gehen. Der durchschnittliche YouTuber ist sein eigener Designer, Tontechniker und alles, was so dazugehört. So, pass mal auf. Dann haben wir die Bodenplatte jetzt gleich einmal ausgehoben. Und ich würde sagen, wir ziehen auch direkt einmal hier die Außenwand drumherum. Dass wir das auch schon einmal haben. So. So, habe ich hier noch genügend Blöcke am Start, Leute. Das müssen wir gleich losziehen und Holz organisieren. Ja. Aber ich denke, ja, so, pass mal auf. Hier. Also gefällt mir, irgendwie gefällt es mir schon. So, hier kommt schon mal die erste Reihe Blöcke hin. Und da haben wir noch ein Loch. Und dann fange ich schon mal an. Leute, diese Geräusche, Leute, dieser Sturm, das ist der Wahnsinn. Das gefällt mir gut. Sehr, sehr schön. Das Spiel weiß auch wirklich Stimmung zu erzeugen, muss ich sagen. Ziemlich cool gemacht. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie tief wir denn hier graben wollen. Beziehungsweise wenn... Na, Leute, aufgepasst, aufgepasst. Ich muss sofort Blöcke drunter setzen, dass ich mir nicht die Mauer einstürzen lasse hier rundherum. Das wäre äußerst kritisch. So. Vielleicht hebe ich auch erstmal das Loch nicht so weit aus. Dass wir den... Naja, pass mal auf. Wir versuchen das einfach mal hier... Einfach nur hier drüben zu graben. Im Prinzip nur bis hier. So, dass die Mauer noch ein bisschen supportet ist. So, Lydia hat schon wieder Durst und Hunger. Die Ausdauer geht schon wieder zur Neige. Ich hätte mir den Bohrer holen sollen. Ich hätte mir tatsächlich den Bohrer organisieren sollen. Problem ist nur, der Bohrer braucht Sprit. Und davon haben wir deutlich zu wenig. Also müssen wir da auch noch losziehen und Benzin organisieren. Oder wir müssen versuchen, an die Bücher zu kommen, dass wir uns die Chemiestation bauen können. Und ich glaube, sobald wir die Chemiestation haben, können wir uns auch Benzin fertigen. Wenn wir denn die Rohstoffe haben. Aber wunderbarerweise, in der Wüste gibt es unglaublich viel Ölschiefer. Und das müsste genau das sein, was wir brauchen. Leute, die Sonne kommt raus. Wie schön ist das denn? Ein wunderschöner Tag. Wir sind auf dem Bau und die Sonne scheint. Was kann es denn Schöneres geben? Oberkörperfrei in der Sonne. Kuppeln wir uns hier ein Loch. Nein, natürlich nicht, aber so, sehr, sehr schön. Müssen wir mal schauen, wie tief wir das Loch denn buddeln. Aber ich hätte schon gesagt, 3 Blöcke tief müsste der Keller schon sein. Vielleicht auch 4, damit wir hier vielleicht eventuell einen doppelten Boden hinbauen können. Dass, wenn wir mal verstecken müssen im Keller, vielleicht sicher sind. Aber auch da, wie gesagt, das muss sich mal alles jetzt ergeben. Aber ich habe da schon unglaublich Bock drauf, dass wir uns jetzt endlich mal unsere Bude hier bauen. Dass wir endlich, endlich eine eigene Baustelle aufmachen und wirklich mal Hand anlegen und uns was Eigenes bauen. Nicht immer nur die Häuser von der Stange nehmen. Ja. Nee, 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 selbst ist die Frau. So. Eine wunderbare Baustelle, Leute. So, ich halte mal kurz den Sabbel. Ich trinke auch noch mal kurz einen Schluck. Und dann können wir die Geschichte hier gleich ein bisschen beschleunigen.
Ist aber auch schon Wahnsinn, wie tief man hier in Sand gräbt, Leute. Aber gut, wir sind in der Wüste, ne? Normalerweise hätten wir jetzt, glaube ich, schon längst Stein. Aber hier können wir halt richtig schön in Sand googeln. Das heißt, wir bauen halt auch auf Sand. Mal gucken, wie stabil das halt dann ist, ne? Da besteht die Gefahr, dass sich Zombies oder Zombiehunde von unten durchgraben. Vermute ich einfach mal. Darum werden wir ein ordentliches Betonfundament gießen, Leute. Noch ein Grund, warum ich dringend nach Hause muss. Ins alte Zuhause. Wir müssen das ganze Zementzeug rüberholen. So. Der Keller ist noch nicht fertig. Nein, wir müssen noch eine Ebene mindestens tiefer. Aber wir sind relativ weit, Leute. Es sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. Hallo? Kommt da jemand? Mir war, als hätte ich da wen gehört. Wer kommt denn da angetorkelt? Hm? Geht's denn dir gut? Kommt hier wieder eine kleine Wanderhorde angewandert? Oder seid ihr einfach nur die Nachbarn, die mal gucken wollen, was hier so los ist? Ich will euch nur empfehlen, lasst die Flossen von meinem Neubau. Einfach, dass ihr es wisst. Keiner fasst meine Steine an hier. So. Buddy, schön, dass du auch mal zu Besuch kommst. Ah, dich habe ich ja lange nicht gesehen. Leute, das sind aber echt schon ein paar hier. Schon eine kleine Menge. Sonst noch jemand? Oh, Kaktus, Kaktus. Oder was war das? Wo haben wir? Kaktus, guck mal, so ein Mini-Kaktus hier. Verdammt nochmal, ernsthaft. Reißt uns hier noch ins Knie. So, ich glaube, das ist es gewesen. Kann das sein? Ah, noch so ein Kaktus, Leute. Die Dinger müssen weg. Aua. Verdammt. Wenn jetzt ein Vogel kommt, der stürzt sich doch direkt auf uns. Und ich höre immer noch welche. Hier ist doch immer noch irgendwo so eine kleine Wandertruppe unterwegs, oder? Und erstmal die ganzen Kakteen weg hier. Ist ja lebensgefährlich für mich. So, also keine Ahnung, wo die noch sind oder ob da noch einer kommt. Da ist auf jeden Fall noch einer. Ich nehme einmal hier mit der Sniper aufs Korn. Wow, der Hund, der Hund, der Hund. Entschuldigung. Warum greifst du mich auch immer an, Mensch? Hundi, wir müssen echt keine Feinde sein. Auf der Suche nach dem Spot hier, als ich unterwegs war, ist mir auch noch eine Raubkatze über den Weg gelaufen, Leute. Auch sehr, sehr spannend. Ganz interessant. Schönes Tier. Ein wirklich schönes Tier. Aber leider auch nicht nett. Ich möchte auch nicht mit uns spielen. Ich möchte lieber gegen uns kämpfen. Aber ich muss aufpassen, dass ich mir nicht die Mauer untergrabe. Beziehungsweise, wenn wir die Mauer untergraben, sofort wieder Stütze rein, dass es stabiler bleibt, Leute. Sonst crasht uns die ganze Hütte über dem Kopf zusammen und das wollen wir nicht. So. An der Stelle auch nochmal die Frage. Habt ihr Bock? Nö, Leute. Mach's doch nicht kaputt, Lydia. Hast du was zum Reparieren am Start? Bin mir gerade nicht sicher. Habe ich das Werkzeug irgendwo? Ich glaube, das habe ich in meiner Karre. Kann das sein? Machen wir gleich. Müssen wir gleich wieder ganz machen. Leute, an der Stelle nochmal die Frage. Habt ihr Bock, so eine Hausbaustelle mit mir gemeinsam zu machen? Oder soll ich das auf die Offscreen-Zeiten verlagern? Ihr sagt mir da gerne Bescheid, wie ihr das haben möchtet. Wollt ihr das gerne sehen? Wollt ihr dabei sein? Oder soll ich da quasi nur Kleinigkeiten machen und das Grobe zu Hause alleine? Bitte, da ist doch schon wieder einer. Oder? Also so ein kleines Stückchen weit wird man auch paranoid hier bei dem Spiel. Ich muss ja gerade gucken, wo ich mein Reparaturwerkzeug hingelegt habe. Hier ist keins. So, hier drin. Da ist er doch, der Klauenhammer, der wunderbare. So, wo ist denn das Ding, was du kaputt gerissen hast? Nein, 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 nicht upgraden. Ich wollte es eigentlich nur reparieren. Da unten ist es. Genau, da war es kaputt. Und hier kannst du noch einmal reinstechen. So. Ich hätte das Loch erst tief buddeln sollen und dann die Mauer setzen. Aber dann hätte ich ja nicht gewusst, wie weit ich bauen will. Von daher, naja, ist okay. Wir kriegen das auch so irgendwie gemeistert.
Bob, der Meister. Ja, er schafft es. Können wir das schaffen? Ja, wir schaffen das. Ah. So, damit wäre die Geschichte auch schon mal schick. Dann kann man hier eventuell auf der Höhe halt schon mal sagen, hier möchten wir einen Boden haben. Und dann können wir uns überlegen, wie tief wir das haben wollen. Also eine Ebene auf jeden Fall noch, wenn nicht sogar zwei Ebenen tiefer. Ich würde sagen, ich buddel das Ganze noch zwei Ebenen tiefer. Und das mache ich im Schnelldurchgang oder wir schneiden es raus. Schauen wir gleich mal. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich, wenn das geschafft ist. So. Okay, wir haben es geschafft. Ich denke, hier kommt die erste Schicht Stein, die wir ausheben müssen, Leute. Ich glaube, ich habe die Spitzhacke auch im Motorrad. So, wo ist die Karre und wo genau ist meine Spitzhacke, bitte? Da ist sie. Oh, sehr schön, Leute, jetzt geht's los. Jetzt hackern wir uns das Loch. Aha. So, ihr Lieben, wo wir gerade hier so schön am Arbeiten sind. Ich habe da mal eine ganz, ganz wichtige Frage an euch. Wie kommt man an Eier, außer dass man Nester findet? Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit? Kann ich mir vielleicht irgendwie Hühner züchten oder irgendwas in der Art? Oder kennt ihr noch eine vernünftige Methode, wie wir an Eier kommen? Weil ich renne mir immer die Hacken wund, um Eier zu finden, blute mir ein Nest nach dem anderen. Und jetzt ist die Frage, gibt es da vielleicht einen besseren Weg? Also das würde mich ja wahnsinnig interessieren. Falls das jemand von euch weiß, immer gerne her damit, schreibt es in die Kommentare. Vielleicht kann ich mir da die Geschichte mit dem Essen machen auch mal ein bisschen einfacher machen. Leute, wir haben bald nichts mehr zu trinken bei. Verdammt nochmal. Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Yeah. Mehr Arbeit? Mehr Arbeit. Lydia, gib das. Du hast fast geschafft. Komm, der erste Keller ist fast fertig. Und wenn wir dann noch erzählen, dass wir vielleicht noch einen Nebenraum bauen, dass wir hier nebendran noch einen zweiten Keller bauen wollen, eventuell mit Pool. Leute, das wäre doch mal eine Geschichte, oder? Aber wir brauchen auch dringend Strom. Das ist auch noch eine Geschichte. Ich möchte so gerne mit Strom was hantieren. Kann man dann auch wirklich verkabeln und sich Beleuchtung ins Haus bauen? Das würde mich irre interessieren. Ich habe das doch nie gemacht. Das ist eine Geschichte, da freue ich mich so irre drauf. Wenn wir endlich mal so weit sind, dass wir auch mit, ja, mit Strom hantieren können. So Leute, ich werde mir auf jeden Fall für die nächste Geschichte, wenn ich hier noch weiter baue, den Erdbohrer besorgen. Das Ding ist einfach so irre gut. Wir brauchen dafür zwar massenweise Benzin, aber das Gute ist, es geht halt null auf die Ausdauer und das ist echt eine klasse Geschichte. So ist nochmal. Lydia, sollst nicht hungern, meine Liebe. So, hier vorne die kleine Ecke schlagen wir noch weg. So, und dann würde ich sagen, den Rest des Kellers mache ich offscreen. So, wo geht's hoch? Hier geht's hoch. Dann könnten wir eventuell schon mal anfangen, hier den Boden reinzuziehen, dass wir halt nicht in so ein tiefes Loch reinfallen. Weiß halt auch nicht, wie weit das trägt. Aber ich denke, dadurch, dass das von mehreren Seiten gestützt ist, naja, kann man das hier schon machen. Da müssen wir uns gleich noch einen Gebietsschutzblock setzen. Leute, wie ist das mit dem Gebietsschutzblock? Schützt der Gebietsschutzblock auch gegen Respawn, also gegen spawnende Monster? Oder ist das rein, eine reine Multiplayer-Geschichte? Da bin ich nicht ganz sicher. Wenn ich mir die Beschreibung anschaue, dann ist das eigentlich für Multiplayer gedacht. Aber vielleicht, also ich hatte das am Anfang so verstanden, dass es auch gegen respawnende Zombies in dem eigenen Gebiet schützt. Aber wie gesagt, vielleicht wisst ihr da mehr und könnt mich da auch nochmal
aufklären und auf Stand bringen. Würde mich sehr interessieren. So, wir machen es einmal rundherum zu. So, da wo die Fenster hinkommen, pass mal auf 1, 2. 1, 2, genau. Und jetzt würde das Fenster kommen. Lass ich erstmal frei. Die Fenster mache ich dann zum Schluss. Leute, ich baue mir das genauso wie bei Minecraft. Bei Minecraft baue ich immer exakt genauso. Aber das hat sich halt einfach bewährt, muss ich sagen. So, hier hinten würde ich fast sagen, mache ich kein Fenster rein. Dann reicht es, haben wir vorne Fenster, Datenfenster. Brauchen wir eventuell noch einen Hintereingang? Da bin ich mir auch nicht sicher. Aber ich denke, ein Eingang reicht mir. Vielleicht bauen wir uns doch eine Garage irgendwo neben dran. Entweder als Anbau oder als separaten Bau. Wäre natürlich auch eine coole Sache. Ich kann mir nur noch kein Garagentor bauen. Darum wäre das vielleicht im Moment noch ein bisschen Verschwendung. Wenn ich mir eine Garage baue, dann muss die auf jeden Fall auch ein Garagentor haben. Sonst geht das ja gar nicht. Und ich darf nicht drüber nachdenken, was ich hier nachher upgraden muss, wenn ich das so weiter... Das macht mich jetzt schon wahnsinnig. Aber ich glaube, da gibt es auch noch ein anderes Tool. Vielleicht haben wir Glück und finden das. Da kriegen wir irgendwie. Es gab so ein Tool, das hatte ich in irgendeinem Video gesehen. Ähnlich wie der Akkuschrauber halt. Oder der Schlagschrauber, den wir gefunden haben. Der dann ja quasi mit einem Klick das Teil upgradet. Und da müssen wir mal gucken, ob wir uns so ein Ding nicht ranholen. Fände ich ziemlich cool. So, das sieht doch von außen schon gar nicht so schlecht aus, Leute. Was meint ihr? Also ich finde, das kann sich schon fast sehen lassen. Wir machen jetzt einmal nochmal die Fenster hier klar. So, einmal kopieren bitte. Und dann müssen wir ja schauen, können wir da auch irgendwie noch Glas reinmachen? Weil jetzt habe ich ja im Grunde genommen nur die Fensterrahmen. Wir müssten aber auch auf irgendeine Art und Weise Glas fertigen können. Warte mal, ich muss einmal gerade gut einmal gucken. Glas, Glas, Glas. Geschäftsglas mittig, Geschäftsglas Scheibe. Wir brauchen Sand, Stein, Blei und Lehm. Und davon nicht zu knapp. Aber ich denke, wir dürften alles haben. Und wahrscheinlich eine Werkbank. Das muss wahrscheinlich an der Werkbank gefertigt werden. Wir können es schon machen. Wenn wir es denn hätten, könnten wir es schon machen. Leute, da schleicht schon wieder einer. Los, schleich dich! Verdammt. Lass uns in Ruhe bauen hier. So, wir haben doch zu tun. So, jetzt müssen wir um die ganze Geschichte rundherum auch noch eine Mauer bauen. Beziehungsweise einen Zaun oder irgendwas in der Art. Aber ich denke, wir bleiben bei der Mauer. Klassisch wirklich hier ein Klotz breit. Müssen wir halt nur mal schauen. Und hier aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wenn ich 7 in jede Richtung gehe, denke ich mal, sollte das reichen. Dann haben wir einen relativ großen Bereich. Leute, das wird auf jeden Fall schon wieder riesig. Das ist eine Geschichte. Naja, was soll man machen, Leute? Es wird groß, aber es soll auch schön werden. Was machen wir denn mit dem wunderschönen Baum hier? Ich würde erstmal sagen, ich baue euch mit ein. So, dann gehen wir einmal bis hier. Und irgendwo hier vorne, so auf der Höhe vielleicht, so würde ich sagen, machen wir uns dann auch nochmal ein Doppeltor. Oh Leute, dieses Heulen. Der Wind heult mich gruselig an. Was ist denn da los? So, und dann jetzt hier auch noch 1, 2. Ich glaube, wir müssen erstmal das Gestrüpp hier wegräumen. So, 1. Das müsste jetzt wieder passen. Und wir haben hier so Wahnsinn. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nochmal geschaut, ob ich das wirklich gleichmäßig mache. Ich möchte es ja ganz gerne symmetrisch haben. So, 1. Ich mache das einfach mal so. Ich packe mal 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bis zur Mauer. Und dann setzen wir uns hier auch nochmal 6 Stück hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau, und von hier aus gehen wir dann mit der Mauer wieder rüber. Sehr, sehr schön. Dann haben wir das auch. Guck mal, hier bin ich schon ein zu weit gewesen.
Dann haben wir das auch symmetrisch. Dann gefällt mir das auch. Nur nach hinten raus würde ich eventuell das Gebiet größer machen. Da habe ich nämlich noch so meine Pläne. Leute, da habe ich ein bisschen was vor. Bin mal gespannt, ob ich das durchziehe. Aber das verrate ich jetzt noch nicht. Also das... Das wird dann so ein bisschen Zeit für Blödsinn. Da müssen, da bauen wir uns was Schönes hin. Aber es muss groß sein. So, der Innenbereich hinten muss auf jeden Fall groß sein. Da zähle ich auch nicht ab. Wir gehen mal so bis hinter den Baum. Ja, würde sagen, ungefähr so bis... Na, machen wir es bis hier, sonst müssen wir wieder graben. Keine Lust zu graben, dann lassen wir das bis hier. Und ich denke, das reicht. Dann haben wir schön viel Platz für Quatsch machen. Man könnte natürlich auch hier hinten wieder... Na, pass auf. Man könnte natürlich hier hinten auch wieder irgendwo noch eine Tür reinmachen. Aber ich denke, mir reicht das, wenn ich vorne rein und raus kann. Und hinten schaffen wir uns dann andere Wege über die Wall drüber. Oder, vielleicht machen wir jetzt doch noch eine zweite. Ich weiß es noch nicht, Leute. Man kann sich ja zur Not auch noch mal ein Stück rausbrechen. Leute, was wir alles an Material verballert haben. Ich hatte fast 1000 Blöcke dabei, glaube ich. Und jetzt haben wir noch 12. Ah, es ist einfach irre. Aber es macht auch irre Spaß, Leute. Ich finde das mega. Das Bausystem in 7 Days to Die finde ich einfach gnadenlos gut. Es ist einfach schön. Es erinnert mich so herrlich an Minecraft. Das ist ein Traum. So, jetzt brauchen wir Holz, Leute. Bedeutet, ich muss mich auf den Weg machen. Ich muss Material anschaffen. Ich muss Holz holen. Wir müssen, ja. Vor allen Dingen muss ich auch Werkzeuge ranholen, damit wir hier besser bauen können. Auch noch eine Geschichte. Ich werde uns den Erdbohrer organisieren. Leute, gefällt mir, Leute. Das gefällt mir wirklich gut. Irgendwie hat das jetzt schon was. So, ich würde aber sagen, in diesem Sinne, Leute, mit einem kleinen Blick auf die Uhr. Ich denke, wir sind schon fertig. Wir sind schon drüber über die Zeit. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr mein Content mögt, liked das Video, abonniert den Kanal, kommentiert ganz, ganz fleißig. Sagt mir, was ihr hier von meinem kleinen Bauprojekt haltet. Vielleicht können wir auch außenrum noch mehr machen. Leute, wir haben hier Platz ohne Ende. Wir sind in der Wüste. Sagt mir, was ihr davon haltet. Und ich freue mich wahnsinnig auf die weitere Reise mit euch. In diesem Sinne, ich bin raus, euer GameRohr.